Square? Oh, ganz, ganz Square, ist, ja, Square Enix sind die Pest, die erlauben ja nichts. Aber Terraria ging eigentlich wie Logic, vor allem, weil die ja keine aktiven Projekte, also nicht mehr daran weiterarbeiten, ist das halt eigentlich ziemlich durch. Noch eins, oder was? Ja. Und du hast dann dieses komische lilane Ding da dann. Ja, wenn das, es kann sein, dass du das Ding damit auch kaputt machst, dann solltest du schnell reinspringen, um dir das Zeug rauszuholen. Du musst noch weiter weg, genau. Reinspringen und holen, was da liegt, und dann kommt jetzt gleich ein Bossgegner. Und unten lieber wieder raus. Ja, nee. Ist ein Riesenwurm da unten? Genau, das ist der Bossgegner. Ich bleib da oben. Und hier müssen wir mit den Speeren arbeiten, das sind die beste Waffe gegen den, die wir hier haben. Müsst ihr gerne haben, oder? Ja, aber Sebi und ich. Und wenn wir. Ich weiß nicht, ob, wenn wir hier verrecken, der hinterherkommt, das kann ich euch nicht sagen. Das Problem ist, wenn du den jetzt nicht am Kopf tötest, hast du nämlich dann 10 verschiedene Würmer rumflitzen. Ja, das sowieso. Ich bin gleich übrigens schon weg. Ich hätte so, hier nicht runtergehen sollen. Schwupp. Einer muss immer am Leben bleiben. Das heißt, Jack steht da prinzipiell erstmal sehr gesund. Und in die Kugel reinzugehen war doof. Ja, ging nicht. Ja, ich bin dreimal versucht, hab dreimal versucht rauszuspringen. Jack zur Not rennt ein bisschen nach links und rechts und versucht zu überleben. Oh, jetzt muss ich den ganzen blöden Weg wieder hier rüber. Ja, aber es ist gerade hell. Tot. Kann sein, dass der jetzt verschwunden ist. Wahrscheinlich sogar. Und dann? Oder er kommt hier hin, das ist auch möglich. Oh. Und dann müssen wir uns halt mehr Dynamit suchen und nach links gehen, das dann nochmal probieren. Okay. Du musst dann auch noch deine ganzen Grabsteine aufsammeln, ne? Ja, nee, danke. Warte, aufsammeln? Hast du jetzt doch wieder einen Medium-Charakter, oder was? Nee, die Grabsteine. Also, die sind ja nicht so wichtig. Ja, aber dann kann ich hier echt so ein Massengrab machen. Ja, meine ich doch. Da machst du den Weg aus Grabsteinen hier, bis hinten. Wir haben übrigens mittlerweile schon wieder 9 Sterne zusammen. Nee, haben wir nicht. Ich hab hier auch nochmal 3. Und Chris hat 10. Moment, ich hab. Nee, ich hab 3. Hier sind 9 Sterne drin. Ja, es kann sich prinzipiell noch jemand was machen. Ja, kommt halt drauf an, ob ihr Mana wollt oder nicht. Oder ob ich jetzt mach wirklich du auf Magie gehen soll. Würde ich sagen, wenn du auf Magie gehst. Ich guck mal, wie viel Geld wir noch zusammenbekommen für mehr Dynamit. Ich brauche auf jeden Fall ein Speer. Ja, oder. Na, es wird halt. Was, Sebi, was für eine Waffe hast du von dem bekommen? Genau, wollte ich ja nachgucken. Weil wenn das ein Borlo hört, solltest du den Jack geben, weil der dann halt eine Waffe hat, mit der er gegen den was machen kann. Ich habe bekommen. Nee, das war irgendwas mit Unpleased Ball oder so. Ja, Unpleased Ball klingt gut. Ich schau mal, stell 20 Leben wieder her, wenn ich vorher gewusst hätte mit dem Goldfisch. Tja, wenn ich es jetzt so finde. Ja, find, aber du hast halt die Potion Sickness, was immer ein Problem ist. Wir haben jetzt 2 Dynamit, können wir uns momentan leisten. Also, ich habe ein Life Crystal hier rumliegen. Life Crystal, den solltest du auf jeden Fall nochmal nehmen. Ja gut, aber wer von euch hat, ich habe nur 100, ich habe schon 140 Life, wie sieht's mit euch aus? Ich habe 160. Solltet ich bin auch bei 140, also nimm du ruhig. Ich dachte, Drake sollte den nehmen, aber er hat wohl schon. So, aber wo ist denn... Ich habe meinen Charakter gewechselt, der hat noch irgendwas gehabt. Achso. Ich überleg gerade, wo dieses Ding hingegangen ist. Mega Gaming, meinte rechts. Rechts. Mach dein Inventar nochmal auf, dann sehe ich vielleicht ein bisschen was. Ich habe mein Inventar. Ah, hier. Ach, das sieht aus wie die Grappling Hook. Okay. So ein bisschen, ja. Boah, 16 Millischaden. Den solltest du Drag geben als Waffe. Meine Fresse. Hier, Chris. Jetzt habe ich den, du bist da neben mir, sehr schön. Ist sogar ein ziemlich guter mit ein paar Boni. Ja. Ich werde jetzt noch mal. Was habe ich jetzt gekriegt? Den. Sieht aus wie eine. Ball. Wie eine Grappling Hook. Ball des Schmerzes, manchmal. Genau, Bollo hört. Ja. Der ist ziemlich gut. Ja, Minecraft war schon. Minecraft war schon. Ist schon vorbei. Hatten wir nicht gesagt, wir haben letztes Mal sogar gesagt, wir hören mit Minecraft ganz auf, war da nicht was? Eigentlich wäre das sowieso der sinnvollste Weg. Also ich habe noch ein bisschen Dynamit, also ein Dynamit habe ich noch. Ich habe 2 jetzt gekauft. Hat von euch jemand noch Geld? Ja, Burning Water hat einen Vorschlag gemacht. 20 Kupfermünzen. Dann gib mir das mal, dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen noch was zusammenbekomme. Wir sollen einen Bumerang nehmen, warum? Was trinkst du denn da? Kaffee oder was? Ich trinke Kaffee, ja. Ach so. Ich dachte, da ist eine Mische drin oder was? Sonst. Hier, lustigerweise habe ich auch gerade. Ach so, darf ich ja noch gar nicht zeigen, ne? Ja, muss ich 20 Minuten warten. Ah, schön. Oh. Ich brauche eine Kiste, dass ich meinen ganzen Kladderadatsch los war. Ja, ich bin auch gerade überlegen. Ach, war nur Goldi. Ja, war nur Goldi. Nee, das bin ich nicht. Also, ich habe jetzt auch noch 4 Dynamit. Das ist nur ein Gag für eine Freundin. Das könnte klappen. Ach so. Weil ich trinke das Zeug eigentlich auch nicht.
Ich bin da eher so Tequila-Fan oder so. Obwohl. Goldkrone, das ist ja schon, das hat schon fast. Oh nee. Eigentlich eher rum. Ja, das ist schon echt traurig, oder? Goldkrone ist schon übel. Ich bin froh, dass ich das Zeug nicht dabei kenne. Das ist ja irgendwie so der. Wie sagt man das so? Das Bahnhofniveau, ne? Ja, genau. Das ist richtig Bahnhofniveau. Aber hat halt einfach einen nostalgischen Goldkrone Wert. Goldkrone und Oettinger oder so. Oh ja, super. Oder Sternburger. Juhu, ich ja, hab 60 ich Mana. Auf ihr Liebe, nur zwei Kisten Tucher, bevor ich Oettinger in die Hand nehme. Ja, allerdings so. Mal gucken, ich hatte hier noch irgendwelche Ohrs, die ich hier noch reintrage. Astra, was anderes gibt's nicht. Astra-Pilz, yay. Yeah. Oh richtig. Gott. Ich geh brechen. Nee. Ich hab hier gerade mein Rotlicht. Bringen die Bomben eigentlich auch was? Kann man damit auch das Zeug durchspringen? Nein, leider nicht. So, ich habe jetzt 5 Dynamit. Okay, willst du meins auch noch haben? Könnte, ja, behalte es lieber in der Hand. Mach das selber. Werfe jetzt kein Dynamit in die Landschaft, verdammt nochmal. Hier. Zisch. Jetzt bin ich aus dem Gefahrenbereich. Also, wenn können wir das nochmal versuchen. Ich würde dann aber nach links gehen. Oder, ja, wir können auch wieder rechts versuchen und hoffen, dass noch ein paar dieser Dinger da sind. Okay. Ich kann mich ja mit einklinken, aber ich nicht viel tun. Nö, wenn du willst, gerne. Ja, auf jeden Fall. Ich sterb aber. Warte mal kurz, ich gebe dir mal übers TS. Oder kann mal einer von euch die Hamachi rausgeben, die Daten? Die will ich jetzt ungern einfach öffentlich raussprechen. Achso, ihr seid über Hamachi drin, ne? Müssten wir ja. Das geht was ja leider nicht. Du das Hamachi-Passwort noch? Das Hamachi-Passwort? Ja. Ich denke mal, es ist unser Standard-Passwort. Ich hab Hamachi, glaube ich, gar nicht drin. Ja, denn, ja, das kannst du ja schnell holen. Das ist ja. Sebi, deine Mana-Anzeige wird überdeckt. Von deiner Facecam. Oh, okay. Entschuldigung, da mache ich die Facecam aus, natürlich. Aber denk dran, vor das Dynamit aus der Hand zu legen. Ich will hier raus. So, wenn die Mana-Anzeige überdeckt wird, kann ich natürlich sofort meine Facecam ausmachen. Ist ja kein Problem. Gibt's auch Schuhe, wo man über Wasser laufen kann? Es gibt hier, glaube ich, Tränke, mit denen man das kann. Es gibt hier auch Flügel, da kannst du unter Wasser fliegen. Das ist das Beste, was einem dann passieren kann. Lock me in, Hamachi. Unter Wasser fliegen. Also für mich ist das Tauchen. Lock me in, genau, so hieß es ja. Ja, wäre ich gemein, könnte man jetzt sagen, die Wurst ist schuld daran, dass Sebi jetzt die Facecam ausgemacht hat, weil er unbedingt die Mana-Anzeige sehen wollte. Nö. Jetzt momentan ist. Was hast du gemacht? Momentan ist Sebi schuld, dass die Facecam ausgemacht wurde. Weil ich hab's ausgemacht. So, jetzt fallen wir da nicht mehr jedes Mal rein. Tja, die Wurst, du hast halt nicht gesagt, dass er sie verschieben soll. Tja, dann ja. Hat er natürlich das gemacht, was ihm am liebsten ist. Und das ist die Facecam. Ja, Wurst. Genau, die Wurst ist schuld. Shitstorm. Och, Kinder. Nein, Quatsch. Die Wurst ist ganz lieb. Eine ganz liebe Wurst. Dann, Sebi, hier kommst du aber wohl so durch, oder? Bärlewurst, oder? Eine ganz liebe Wurst. Eine Blutwurst. Nee, Pferdewurst. Pferdewurst. Kastanienwurst. Verdammt. Also ich mag ja wirklich Pferdewurst, ne? Bin ich großer Freund. Ich hab Pferd, glaube ich, noch nie probiert. Ich wüsste nicht, dass ich wüsste. Ja, hast du in letzter Zeit einen Döner gegessen? Ja. Ja, aber dann hast du Pferd probiert in letzter Zeit. Das ist wirklich. Aber da schmecke ich das nicht raus. Ist das die neue Pude oder was? Haben jetzt auch festgestellt, dass es in Döner auch Pferdefleisch gibt. In Hühnchendöner oder in Lammdöner ist die Frage. Ist egal. Echt in beiden? Cool. Dann habe ich wahrscheinlich wirklich Pferd gegessen. Ich meine, das Lustige ist, der Otto-Normalverbraucher würde nicht mal einen Unterschied merken, wenn du jetzt ein Rindersteak oder ein Pferdesteak vor dir hast. Nö. Würde ich wahrscheinlich wirklich nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Einzige, warum sie sich so aufregen, ist, es ist nicht deklariert. Schafft ihr das da jetzt irgendwann mal? Er wollte mich das erst saufen lassen. Ja, ich dachte, man mach's mal zu. Es geht nicht ums Meinung, sondern es geht darum, dass hier die ganze Zeit dumme Links gepostet werden. Ja, und dumme Sprüche, um Leute zu nerven. Und wenn man die ganze Zeit spammt, fliegt man dafür irgendwann. Wenn man das nicht abkann, hat man halt Pech gehabt. Dann sollte man sich mal überlegen, ob man im Internet unterwegs ist, wenn man das was nicht abkann. Und doch, ich habe noch nie einen Drohnen-Döner gegessen. Entschuldigung.
Ich habe jetzt nichts verstanden. Er hat einer geschrieben, man erkennt das Pferdefleisch, wenn es roh ist. Ah, okay, cool, ja. Ja, nur meist kriegst du einen Döner selten roh. Braten. Ja. Na, danke. Drake hat den Anlauf genommen. Ja, also es kann einem durchaus passieren, dass Monster einen hier runterschubsen. Das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Ja, ich sehe seinen Stein hier noch runterplumpsen. Komm hier nicht raus. So, unten bin ich schon mal. Also ich bin wieder daheim. Yep. Ich finde es aber eine Frechheit, dass das ganze Fleisch jetzt vernichtet wird. Ich finde das so eine Sauerei. Ja. Hey, Leute, ja, das ist echt albern. Und das Fleisch wird vernichtet. Das ist genauso essbar, das ist haltbar, das ist alles, das ist nicht schlecht. Das ist so ein Ding, wo ich mich echt sowas von aufregen kann. Ja, aber das ist ja genau das gleiche wie die Vernichtung, um die Marktpreise zu halten. Das ist, Ja, das ist, nee, geht gar nicht, also überhaupt nicht. Kann sein, dass wir in die nächste Schlucht rein müssen, weil hier keine mehr davon sind. Okay. Aber es ist halt immer so. Oh, unsere Werte passen nicht, wir vernichten Dinge, obwohl es eigentlich logisch wäre, es zu behalten. Ja. Tja. Natürlich schmeckt man das, ob das Pferde oder Schweine oder Rind rein. Ist. Aber du, wenn es verarbeitet ist, wirst du das nicht mehr schmecken. Also weil quasi, wenn Gewürze drin sind oder sonst irgendwas, ne? Da kannst du selbst Tofu nehmen und das wird genauso schmecken. Ja, ich glaube, hier kann ich jetzt sagen, hier komme ich nämlich so hoch. Es geht dann nur noch um die Konsistenz. So. System. Wie geht aber gleich das Holz aus? Du hättest mich mal vorgehen lassen sollen. Weil du nicht in der Lage bist, da daherzukommen? Weil ich jetzt die ganze Zeit hier mich um dich rum basteln muss. Das ist immer zwischen den komischen Dingern. Ist okay, ACDC-Fan. Komm einfach wieder runter, entspann dich wieder, genieß den Stream und alles ist gut. Genau. Relax und so. Oh, ich habe bei Herr Machi sogar einen 32er-Channel. Mensch. Super. Nicht schlecht. Wir nicht, wir haben 5er. Oh. Ich bin drin, ja. Ich habe wohl doch schon einen Account gehabt. Wie ich gerade sehe. Aber du bist wahrscheinlich nicht bei uns drin. Ich schick Sebi, verteidige mich mal. Ich schick dem Old Bull mal eben den Namen. Okay. Machst du über TF. TS wollte ich das. TF, genau. Über TF. Ja, hättest du auch über Steam machen können. Ja, das kam dann aber wahrscheinlich in-game. Von der Ach so. Mir guckt ja keiner zu. Stimmt, mir guckt keiner zu. Alles ist gut. Da hätte man. Alles ich ist gut. Ich hab dir Ziel geschrieben. Was ein Glück, dass du nicht aufnimmst, wa? Ja. Aber was der Vorteil ist... Sebi, geh du diesmal vor, bevor du wieder schreist, dass du nicht an meinem Konstrukten vorbeikommst. Okay. Tschack. 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 Stehenden Netzwerk beitreten, ne? So. Ja. Es müsste funktionieren. Und dann siehst du da ja Sebis IP und mit der kannst du zum Spiel einloggen. Ich hänge hier mal jetzt in der Wand rum. Aber ich bin gleich da, dann können wir ein gutes Stück weitergehen, bis wir den nächsten großen Weg runterfinden. Oh. Und währenddessen dieses Netzwerk existiert nicht. Hä? Habe ich mich vertippt? Wahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil das Netzwerk muss existieren. Das Netzwerk heißt passenderweise Sebi-Kraft und das habe ich nicht falsch geschrieben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber hast du ein großes K geschrieben? Ist das wichtig? Ja. Oh, ja, dann muss das K groß sein. Großes S, großes K. Sowas wusste ich nicht. Das ist immer essentiell bei so Sachen. Ah, naja, bei den Netzwerken. Hast du noch irgendwelche Sachen zum Bauen? Ja, habe ich bestimmt, aber... Ansonsten verteidige mich mal kurz, dann baue ich hier ein paar Bäume ab. Haha, verteidige mich mal kurz. Hast du gesehen, was hier rumfliegt? Ja. Ich werf dir gleich was zu, wenn wir die hier los sind, okay? Es liegt dran, was? Ich brauche keine Granaten und kein Dynamit gerade. ich könnte dir Stein zuwerfen. Ja, gerne, nehme ich. Wo das Game? Irgendwo hatte ich es doch. Ich habe hier so viele Spiele, das ist Wahnsinn. Ich habe hier irgendwas an die 120 Spiele oder so. Ja, ich denke mal, Let's Desktop wird heute auch nochmal kommen. Ja, bestimmt. Das kriegen wir nochmal hin heute. Irgendwo. Vielleicht lasse ich das Spiel mal kurz abspielen oder so. Mal gucken. Ja. So. Ach, Jack ist auch wieder da. Sehr schön. Oh. Oh. Ah, bei Sandbox habe ich es. Okay. Da. Zack. Bei Sandbox? Übrigens, diese Dornen hier machen Schaden. Hier in der Landschaft. Ein Würmchen. Ja. Deutsch. Einstellung, Ton aus. Spawnt er bei uns oder spawnt er am Haus? Der spawnt beim Haus. Irgendwo. Ich werde dann mal einfach zu euch rüberkommen. Genau. Bau dir am besten oder irgendwas, wenn du das bauen kannst. Nach rechts gehen. Nicht so an der Kante stehen, wenn hier diese Würmer kommen. Die schubsen einen sonst gleich gerne mal rein. Und kommen vor allem ins blaue Team. Ja, dann sehen wir nämlich, wo du bist. Und wo wir sind.
Oh.